Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Gothic. Wir sind immer noch in der Aufnahmesession. Das heißt, ich kann auf Kommentare von der letzten Folge nicht eingehen. In der letzten Folge haben wir hier schon so ein bisschen was erledigt und sollten zum Schluss die Kammern ausfegen. Und jetzt gehe ich mal schnell hier zum... Ach Quatsch, ich bin auf der falschen Seite. Ich muss darüber. Gehe ich hier zu Pugnax oder wie der Kollege heißt. Oder so. Oder Pugax oder... Pufax oder... Stuhlfax oder Gorax. Alles klar. Hast du eine Aufgabe für mich? Ich brauche ein paar Dinge, genau. Windfaust sollten wir beschaffen. Blitz, Windfaust, alles klar. Was soll es denn kosten? 60. Nehmen wir. Questgegenstand. Und jetzt steht hier wahrscheinlich auch, bei allen Magiern hast du eine Aufgabe für mich. Da habe ich nämlich mit dem... Oh, wie hieß der? Der vor dem Kloster steht, ihr wisst schon, der Magier. In der letzten Folge drüber geredet, ich soll die Magier fragen. Und jetzt kann ich hier überall wahrscheinlich Aufgaben machen. Hast du eine Aufgabe für mich? Ihr Novizen habt in den letzten Tagen viel gearbeitet. Soll ich kacken gehen? Und wer viel arbeitet, soll auch essen. Mhm. Ich gebe dir den Schlüssel zur Vorratskammer. Dort findest du Schafswürste. Verteile diese an die Novizen, aber verteile sie gerecht. Wenn du das getan hast, darfst du dich wieder bei mir melden. Ach geil, so eine Aufgabe finde ich irgendwie cool. Ich habe die Würste verteilt, Aufgabe beenden. Ja, das sage ich mal lieber nicht. Das finde ich cool. Das ist auch so, wenn er sagt so, ja, das kannst du machen, habe ich damit auch kein Problem. Wenn halt so ein Lefty aus Gothic 1 kommt und sagt, hier, du machst das jetzt, du Spasti, sonst hau ich dir aufs Maul. Dann bringe ich den irgendwann um. Ne? Oder hau den um, zumindest. So. Was war das denn für ein geiler Move? So. Wegen der Spruchrolle, Windfaust geben. Wegen der Spruchrolle. Hast du einen Windfaustzauber für mich? Hier ist die Spruchrolle, die du wolltest. Das ist gut. Dann werde ich dir mal helfen, die Kammern zu reinigen. Okay. Oh, geht der jetzt echt hier drin fegen? Nice. Sehr gut. Okay. In der Zeit, wo er fegt, und zwar alles, hole ich mal die Würstchen. Bin ich... Oh, wo war die Vorratskammer? Wer erzählt denn sowas? War die hier? War das? Nee, das war doch nicht die Vorratskammer, oder? Ich werde mich da nicht aufschauen. Nee, das ist, Magierhut. Da habe ich erstmal noch... Ui, noch nichts zu suchen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wo ist die Vorratskammer? Warum erfahre ich das jetzt erst? Ist die da hinten? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, auch Magierhut. Oder? Ja. Wo war die Vorratskammer? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das scheint es auch nicht zu sein. War die hier? Nee, ach Quatsch, ich bin so blöd, da ging es raus. Fuck, wo ist denn die Vorratskammer? War die da unten etwa? War ich hier? Schatzkammer? Nee. Vorratskammer, jawohl. Da sind wir richtig. Ja, komm, Junge. Mal auf. Da sind wir richtig. Kann ich hier das alles einstecken? Schinken. Ein Schinken brauche ich für irgendeine Quest. Für einen guten Zweck, Freunde. Ah, hier. Schon gefragt. So, Schafswurst, 14 Mal nehmen wir mit. Schön. Bringen wir jetzt unters Volk. Ich nehme mal hier nichts anderes mit. Ich hoffe, der Schinken war okay. Wir haben... Ach, scheiße, auch bleibt halt offen. Dann zieht's da halt rein und alles wird schlecht und fertig. Ist mir doch egal. So, kann ich ihm hier schon eine Wurst geben, Junge? Willst du eine Wurst? Willst du eine Wurst? Das fragt er echt. Willst du eine Wurst? Klar, immer her damit. So eine Wurst ist nicht zu verachten. Dann komm mit ins Bad. 12 Novizen übrig. Geil. Das ist schön aufgeteilt. 14 Würste habe ich bekommen. 13 soll ich eine geben. Eine kann ich für mich behalten. Sehr schön. 12 Novizen übrig. Okay, dann fragen wir mal jeden, ob er eine Wurst möchte. Das hätte er auch selbst. Wie wäre es mit einer leckeren Schafswurst? Wie wäre es mit einer leckeren Schafswurst? Da sage ich nicht nein. Nein, ich bin Vegetarier. Danke, Mann. Das ist jetzt genau das Richtige. Sehr schön.
Dann sind noch 11 übrig. Hier, Argon. Oh, Unkraut übersehen. Ich bin sicher, das muss ich irgendwann ernten. Hier, Schafswurst. Ich habe hier eine Schafswurst. Schafswurst, Schafskäse, Schafsmilch. So langsam kann ich es nicht mehr sehen. Ah, geil, da muss ich. Willst du jetzt die Wurst oder nicht? Ach, gib schon her. Da muss ich echt kurz eine Story droppen. Meine Mutter. Die haben irgendwie früher Pudding gemacht. Also meine Großeltern haben für meine Mutter Pudding gemacht. So, und die hat sich übelst gefreut. Und dann war das aber Pudding mit Ziegenmilch. Und das soll wohl richtig scheiße geschmeckt haben. Aber stell dir das mal vor, ein Pudding halt mit Ziegenmilch. Also Ziegenkäse, super geil, super lecker. Aber Pudding aus Ziegenmilch, das ist schon... Das ist schon was richtig Deftiges. Oh Mann, Wahnsinn. Endlich wieder eine leckere Schafswurst. So. So, er ist kein Novize. Hier, Igaratz. Hey, ich skipp das jetzt einfach mal. Ja, 8 übrig. Lass hier schmecken, Junge. Kau schön runter. Schling nicht so. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizen. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizen. Ich kann auch noch mehr rekrutieren. Klar helfe ich dir. Wir Novizen müssen doch zusammenhalten. Eine Hand wäscht die andere. Ich brauche nur 50 Goldstücke, weil ich noch Palan bezahlen muss. Das Problem ist, ich kann doch höchstwahrscheinlich nicht selber fegen, oder? Ich kann doch nicht selber fegen. Ich muss sie doch rekrutieren, oder? Okay, deswegen, ich bezahle. Scheiß drauf. Gut, dann werde ich mal loslegen. Alles für die Erfahrung. Halt, warte mal, hier kriegst du eine Wurst, Junge. Warte mal. Willst du eine Wurst? Willst du eine? Klar, immer her damit. So eine Wurst ist nicht zu verachten. Mmh. So. Dyrian. Hey. Ist eine Wurst. So, 6 noch übrig. Das schaffen wir, Freunde. Hier sitzt auch noch einer drinne. Hey. Ich hab eine Wurst. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Oh Mann, du bist gerade mal hier und lässt dir direkt die Fegerei aufs Auge drücken? Tröste dich, mir ist es genauso gegangen, als ich hier neu war. Und deswegen helfe ich dir. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Nice, warte, dann mach das einfach. Cool. Hier, kriegst du dafür eine Wurst. Mit einer leckeren Schafswurst. Da sage ich nicht nein. Danke, Mann. Das jo, ist gerne. Jetzt genau das Richtige. Der ist nice drauf. Der ist nice drauf. So. Eine Wurst genascht und jetzt geht er fegen. Sehr schön. Einen brauche ich noch zum Fegen. Hier, Dyrian. Habe ich schon, ne? Ja. Okay. Brauchen wir noch 5 Novizen oder so? Oder 4? Weiß ich gar nicht. Babo, habe ich dir schon eine Wurst gegeben? Nee. Hier. Oh, Schafswürste. Toll. Die schmecken am besten. Gib mir doch noch eine Wurst. Dann habe ich nicht mehr genug für die anderen. Eine Wurst hast du eh zu viel. Nämlich die, die für dich bestimmt ist. Und was ist schon eine Wurst unter Freunden? Komm, ich gebe dir auch eine Feuerpfeilspruchrolle dafür. Ja gut, das ist nice. Ja, scheiß drauf. Ich okay, hab hier, nimm Zeug. Noch eine. Na gut, hier ist deine Spruchrolle. Nice. Okay, der faked jetzt. 4 Novizen übrig. Alter, hoffentlich finde ich noch genug. Weiß nicht, ob ich hier unten... Ihm hatte ich ja schon einen gegeben. Ihm hier. Muss ich nochmal gucken. Hier geht es ja noch weiter runter. Wo geht's hier hin? Tür. Alles klar. Da geht's wieder raus. Ich lasse gleich mal offen. Da zieht es hier mal durch. Durch die Gemäuer. Das stinkt hier nämlich schon übelst. Hier ist noch bei dir irgendjemand. Hey. Neoras. Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Nee. Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Willst du eine Wurst? Hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Ja, ich brauche Pflanzen für meine Experimente. Oh, da habe ich vielleicht. Wir züchten zwar selbst Pflanzen, doch haben wir keine Feuernesseln mehr. Oh, 7 Blüten sollten reichen. 7, Alter? Bringen sie mir. Ach, noch was. Ich vermisse ein Rezept zur Herstellung von magischen Tränken. Falls du es findest, wäre ich dir sehr dankbar. Jo, ich schau mal. Ich habe Feuernesseln für dich. Ausgezeichnet. Oh, reicht. Damit okay. Kann ich arbeiten. Nimm diese Windfaust-Spruchrolle für deine Hilfe. Ah, sehr cool.
Kann ich bei dir lernen? Kannst du mir einen Trank brauen wegen deines Rezepts? Ja, müssen wir noch gucken. Krass. Hatte ich genug Feuernesseln dabei. Sehr schön. So, was ist hier? War hier nicht auch noch jemand drin? Da war doch noch irgendjemand, der die Waffen... Da, genau. Nur Novize. Hier, Garwick. Willst du eine Wurst, Junge? Willst du eine... Ah, lecker, lecker. Ah, vielen Dank, Bruder. Jo. Lecker, lecker. Mmh. Erzähl mir was über deinen Hammer. Nee, will ich nicht. Haben wir schon. Ah, ich weiß noch, vor der Tür, da steht doch auch noch einer. Vorne, am Eingang. Da müssen wir auch noch hingehen, Freunde. So, ich glaube, das war's aber mit den Novizen hier unten. Wie gesagt, vor der Tür. Und wo könnte da noch jemand stehen, ey? Hier im Hof habe ich alle. Ja, die habe ich auch. Dann frage ich den Kollegen hier nochmal. Oh, wie cool das aussieht mit dem Licht. Hey, du. Einfach. Den Pedo. Iss mal eine Wurst, Bruder. Iss mal eine Wurst, Bruder. Lecker, lecker Wurst. Gut, dass du an mich gedacht hast. Meistens werde ich vergessen. Ja, du stehst ja auch vor du der Tür. Du kannst mir direkt mal noch eine Wurst dir lassen. Alter, vergiss es, dann habe ich nicht mehr genug. Hey, eine Wurst. Das merkt kein Schwein. Du kriegst auch was dafür. Nee, ich weiß, der Zug ist abgefahren, habe ich schon abgegeben. Wenn du die Neoras bringst, kriegst du bestimmt den Schlüssel zur Bibliothek. Wie sieht's Krieg aus? Krieg ich nicht. No. Nein, vergiss es. Du willst dich wohl bei Gorax beliebt machen, was? Immer das Gleiche. Jo, Alter, das kannst du mir doch nicht anrechnen. Das ist ja wohl normal, dass ich das mache, was man mir sagt. Und außerdem, die Nesseln habe ich schon abgegeben. Opolos habe ich da auch schon. Fuck, wem kann ich denn jetzt hier noch eine Wurst anbieten? Ich brauche noch zwei Leute. Hier ist nur der Paladin. Shit, ey. So, ihm habe ich auch gegeben. Und da saß ja auch keiner mehr drin, war ja mal leer alles hier. Das ist eh Magier, Hut. Sagt die Zeit, ja, noch Zeit. Ja, oh, wie es da durchschimmert, herrlich. Ich weiß auch nicht, Freunde. Ich hätte natürlich warten können, bis sie früh alle wieder beten. Ah, hier sitzt noch einer drin. Oh, hier sitzen noch zwei. Alles cool. Okay, hier. Willst du eine Wurst? Willst du? Klar. Einer übrig. Alles klar. Und da sitzt er auch. Hier. Wie wär's mit einer leckeren Schafswurst? Wie wär's mit einer leckeren... Da sage ich nicht nein. Wir haben's geschafft, Freunde. Fertig. Ach so, kann mir noch einer helfen hier beim... Ich brauche Hilfe bei... Vergiss es. Dafür... Okay, alles klar. Der hat keine Zeit. Du wirst wahrscheinlich auch keine Zeit haben. Ich brauche. Hey, ich würde es ja tun. Okay. Gorax. Ich habe die Würste verteilt. Und du hast es gerecht getan. Nimm diese Spruchrollen der Heilung und verrichte weiterhin deine Arbeiten. Nice. Ist noch eine Aufgabe für mich? Hast du noch eine Aufgabe für mich? Ja, krass. Ja. Wie du weißt, keltern wir hier einen hervorragenden Wein, den wir auch verkaufen. Orlan, der Wirt der Herberge zur Toten Harpie, hat eine Lieferung bestellt. Ausgemacht sind 240 Goldstücke für die Flaschen. Bring ihm diese Flaschen, aber lass dich nicht von ihm übers Ohr 240. Hauen. Alles klar. Nice, dann können wir da, kommen wir auch mal wieder aus dem Kloster raus. Aber ich will jetzt erstmal alles Interne jetzt machen und dann später gehen wir wieder raus. Ich brauche noch jemanden, der mir hilft. Junge, kannst du mir hier... Komm. Ich brauche Hilfe beim... Hey, ich würde es ja tun. Er ist auch schwer beschäftigt. Na gut, er hat wirklich zu tun. Ihn brauche ich gar nicht fragen. Er wird es sowieso nicht machen. Ach, geht ja auch gar nicht. So, hilfst du mir vielleicht, Opolos? Das geht auch nicht. Scheiße, wen? Wen kann ich denn da jetzt nochmal fragen? Dyrian? Ich könnte halt auch eine Bude fegen, ne? Ich habe jetzt drei Leute. Und dann könnte ich doch auch eine Bude fegen. Ich muss doch nicht für jeden Raum. Guck mal, hier ist noch keiner drin.
Aber das Spiel will wahrscheinlich, dass ich... Alle Kammern auszufegen dauert ewig. Alter, jetzt musst du nur noch einen Raum machen. Ey, ohne Scheiß, so ein Raum, der ist in 10 Minuten ausgefegt. Alle Kammern auszufegen dauert ewig. Ja, du wirst doch mal eine Stunde Zeit haben für 4 Räume. Nein, du rekrutierst dir einfach Leute, die deine Aufgabe erledigen. Das sieht der doch. Ich krieg doch aufs Maul. Aber anders wird die Aufgabe wahrscheinlich nicht zu machen sein. Ja gut, aber wenn die das hier alle nicht machen, dann muss ich ja nochmal runtergehen. Da muss ich unten nochmal nachfragen. So. Jungs, guten Tag. Komm, Junge, du fegst zwar hier schon, aber du kannst mir ja oben helfen. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Bin ich der Einzige, der dir hilft? Nein, ich habe bereits Hilfe bekommen. Dann bin ich dabei. Nice, sehr schön. Kann ich denn dann schon hochgehen? Und Bescheid sagen. Guten Tag. Hier, Meister, Palan, wird dunkel? Wegen der Novizenkammern. Du hast tatsächlich 4 Novizen gefunden, die dir helfen. Ich denke... Sie können jetzt wieder ihrem Tag... Jo, der eine ist noch nicht mal angekommen. Gut gemacht, Novize. Du hast die Aufgabe gelöst, vor die ich dich gestellt habe. Was? Was? Irgendwann musste... Das war deine Aufgabe? Gut. Dafür brauche ich den richtigen Schlüssel übrigens. Er gibt mir die Aufgabe, fege die Sachen. Und anstatt, dass er jetzt eigentlich, müsste er doch jetzt sagen, was, du hast dir 4 Leute geholt, die deine Arbeit machen, da sagt er zu mir, das ist gut, das wollte ich eigentlich von dir, unterschwellig. Das war doch voll die Drecksaktion von mir. Ist doch viel ehrenvoller, wenn ich das alles selber mache, aber ey, okay, ich stell euren Verein hier überhaupt nicht in Frage, wirklich nicht. So, bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Hab ja schon ein paar Sachen gemacht. Du hast Bruder Neos die Feuernesseln besorgt. Genau. Es ist dir gelungen, 4 Novizen zu finden und so die Kammern zu reinigen. Genau. Du hast die Nahrung gerecht an die Novizen verteilt, wie Bruder Korax es dir aufgetragen hat. Jo. Du hast zwar gearbeitet, aber deine Pflicht ist es, noch weiter der Gemeinschaft zu dienen. Okay. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Okay. Ich hab's verstanden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, hier war mein Bett. Wir gehen jetzt einfach mal pennen. Bett. Ja, ich nehme gleich das hier. Ich würde ja gern eigentlich morgen Schlafenszeit. Bis zum nächsten Morgen. Morgen. Bis zur Morgendämmerung. Ich gehe mal bis zur Morgendämmerung. Wenn ich mal gucken will. Sind die jetzt schon alle beten? Nee, die schlafen noch. Ich würde das gerne mal sehen, wie die dann alle beten gehen. Aufgestanden, Jungs! Aufgestanden! Hey, aufgestanden! Hallo! Ich laufe durch dein Bett. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich will spielen! Super RTL gucken, super RTL! Entschuldigung. Aber die Magier sind schon wach und er trainiert hier tatsächlich. Das wäre jetzt echt cool, wenn der Barbo dazukommt. Wie spät haben wir es denn? Um 5 sollte der doch kommen. 5:07, Junge, du bist zu... Ich muss den Barbo wecken. Der soll auch um 5 oder war das um 6? Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Nein, nicht erfüllte. Ach scheiße, steht nicht wann. Aber war das nicht um 5? Hat er nicht gesagt, um 5 trainieren? Barbo, du musst aufstehen, Junge. Novize, Barbo. Hier, komm. Hoch mit den müden Knochen. Okay, doch nicht. Ja gut, egal, er wird schon wissen. Okay, was habe ich noch zu tun? Weinlieferung, das verlorene Rezept. Meister Neoras vermisst ein Rezept zur Herstellung von Mana-Trinken. Das ist bestimmt das Rezept, das Opulus kurz mal sehen will. Aber... wie hängt das denn jetzt zusammen? Wer hat dann das Rezept? Wenn er das mal kurz sehen will? Ich komme... Ja, wer hat denn das jetzt? Babo unter Kräutergarten. Babo würde lieber im Kräutergarten arbeiten, als den Hof zu fegen. Ja, und wem, vor allem, wem kann ich das jetzt auch sagen? Hier, er, Palan. Magische Kraft steigern.
Mit den drei Männern kann ich sowieso nicht sprechen, die da Tag und Nacht in ihren Sesseln hocken. Ja gut. Guten Morgen, Dyrian. Konnte ich ihn nicht noch fragen, ob ich noch was tun kann? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, ich... Ach genau, das war der, der da genau Scheiße gebaut hat. Ja, jetzt steht doch mal auf, Jungs. Steht doch mal auf. Geht beten, es ist 5:30. Aber gut, jetzt sind die wenigstens alle in den Zimmern. Igaratz, kann ich dich... Ich weck dich einfach mal, einfach so. Guten Morgen! Ende! Das war's schon. Ich wollte dich einfach nur wecken. Novize. So, schauen wir mal hier nochmal rein. Hier ist keiner. Und hier nur die Magier. Soll ich ihn auch mal wecken? Marduk. Ja. Was ist das Böse? Kann ich etwas für dich tun, Meister? Kann ich etwas für dich tun, Meister? Für mich? Nein, ich bedarf deiner Hilfe nicht. Bete lieber für das Heil der Streiter Innos, die ins Minental gezogen sind. Jo, mach ich. Was ist das, Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwert. Belia ist der Herr, nur die... Ja, das haben wir schon besprochen. Was hat er sich da aufgeschrieben? Ein Gebet für die Paladine. Meister Marduk hat keine Aufgaben für mich. Er sagt mir, ich sollte lieber ein Gebet für die Paladine sprechen. Okay, dann gehe ich mal zum Schrein, zum Innos-Schrein und fange an zu schreien. Und ich hoffe, das reicht dann, dass die Aufgabe damit dann abgeschlossen ist. So, ist gerade frei. Ach ne, er steht hier schon, Sergio. Der wartet hier wahrscheinlich. Innos. Innos-Gunst 0, ein Gebet für die Paladine sprechen. Jo. Innos, halte deine schützende Hand über deine Streiter, segne sie mit der... Auf, dass sie in deinem... Bist du Sieg oder Tod oder Ende. Erfahrungspunkte ändern, Lernpunkte pro Stufenaufstieg ändern, Lebenspunkte pro Stufenaufstieg ändern, das kann man alles ändern, aber habe ich ja alles am Anfang eingestellt. Talent Lebensregeneration. Ja, das ist so eine Sache, das kann man lernen und das Leben regeneriert sich tatsächlich, aber sehr langsam, glaube ich. Das hatte ich, glaube mal, habe ich, glaube mal gefragt und Energy Bits hatte das, glaube ich, auch mal beantwortet. Aber, egal. Ich bete jetzt auf jeden Fall mal. Natürlich mit Spende verbunden. Ich bete einfach mal und spende 50 Goldstücke. Mal gucken, was passiert. Lebensenergie plus 2. Ach ja. Krass. Innos, danke für dein Gebet. Oh, danke, du Penner. Jetzt habe ich 50... Scheiße. So, ich find... Du hast für meine Brüder gebetet. Dafür will ich dir danken. Sag mir, was ich für dich tun kann. Gib mir deine Rüstung. Lass mich an deine Erfahrungen im Kampf teilhaben. Wie wäre das mit einer kleinen Spende? Also dadurch, dass ich eben halt Magier werden will, ne? Da wäre das vielleicht ein bisschen von Vorteil. Aber ich weiß nicht, ob er dann sagt, nö, ich bring dir lieber was bei. Egal. Wie wäre es mit einer kleinen Spende? Möge dieses Gold dir weiterhelfen. 100! Geil! Krass. Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit, im Gebet Kraft zu finden. Ich brauche Zugang zur Bibliothek. Nun, ich kann dir den Zugang nicht gewähren. Dazu musst du erst deine Aufgaben erfüllen. Ja, ich weiß. Aber helfen kann ich dir. Geh zu Meister Iskaroth und sprich mit ihm. Ich hörte, er braucht Hilfe und wollte zu ihm gehen. Doch ich gebe diese Aufgabe jetzt an dich weiter. Nice, danke. Innos, erleuchte deinen Pfad. Jo, dein auch. Ich weiß noch, für 100 Gold habe ich damals die ganze Sumpfkrauternte für hier. Na, wie heißt er? Ihr wisst schon hier. Korkalom geerntet. Also, nicht geerntet, aber abgeholt. Bei zwei verschiedenen Sammlern, glaube ich. Und dafür habe ich auch 100 Erz bekommen, Alter. Und hier habe ich einfach nur ein bisschen was gesagt. Ja, hier schützt die. Oder kriege ich auch 100 Gold. Voll geil. So. Iskaroth war... Oh Gott, wo war Iskaroth? War der hier drin? Hui. Hui. Guten Morgen. Hui. Ich springe mal über euren Schrein. War der hier mit dabei? Nee. Hui. Und wieder zurück.
Wo war Kollege Iskarot nochmal? Ne, er war das nicht. Das war hier Gorax. 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 War das nicht hier von Stefan Raab? Der Magier? Mit dem Raben, Alter. Guckt euch das mal an. Wie hieß denn der? Der Magier, wie hieß der? Oh, der hatte auch so einen geilen Namen. Ah, fuck. Ganz kurz, Freunde. Tat wird nachgeschaut. Stefan Raven. Irgendwas. Stefan Raab. Vincent Raven, genau. Vincent Raven. Und der hat auch den Raben. Hieß er nicht Gorax? Und wo er den parodiert hat, das war so geil. Gorax! Müsst ihr euch angucken. So, aber jetzt erstmal Iskarot. Parlan, wo war denn Iskarot? Oh, war das der im Keller unten? Shit, ich kann mir so schlecht einfach die Namen merken. Also, beziehungsweise, wo die Leute stehen. Oh, war das er hier? Nee, Quatsch, hier lang. Es war auch nicht der, der hier die Tränke gemacht hat. Nee, das war Neoras. Ach, scheiße. Wo war Iskarot, ey? Oder war das... Ach, das ist... Oh, okay, alles klar. Das ist vor dem Kloster. Schaffen wir das jetzt noch? Schaffen wir noch. Gehen wir mal hin zu dem Kollegen. Hui, Alter. Powersprung. So sind die immer noch nicht wach. Es ist gleich um 7, Freunde. Wird Zeit. Der sitzt da vorne am Schrein, genau. Oh, das sieht so krass aus, ne? Diese Mod ist ein Traum. Hui. Ich hoffe, ich falle hier nicht runter. Ich speichere da direkt nochmal. Hier. Shaving. Iskarot. Er sitzt am Schrein und isst Karotten. Guck mal, den Kollegen können wir da... Oh, scheiße, ich habe gar kein Schwert ausgerüstet. Degen der... Oh no, ich habe aber nicht meinen Degen verkauft. Oder? Nein, ich glaube, ich habe meinen Degen verkauft. Scheiße. Okay, ich brauche 50 Geschicklichkeit dafür. Wie viel habe ich? 26. Scheiße. Ich glaube, ich habe meinen Degen verkauft. Ah no! Scheiße. Entschuldigung. Muss ich jetzt mit dem Wolfszahn machen? Scheiße. Ich spreche direkt nochmal. Oh, das tut mir leid, Freunde. Ja, komm her. So. Jetzt bin ich gespannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Das läuft gut. Boah, Alter, wie viel werden da jetzt gespawnt, ey? Komm her, Junge. Bisschen Abstand zu den anderen. Und drauf. Und er hat jetzt, das hatte Ike geschrieben, eine neue Animation. Krass. Ja, komm her, Junge. Ich mache jetzt 30%, jeder dritte Schlag ist quasi ein drittischer Kräffer. Nice. Ja, komm her, Junge. Kai, fähr nicht so rum, komm ran. Okay, er kommt, nice. Und zack. Zack. Alter, wir schlachten sie ab. So. Ein Käfer ist noch, komm her. Zack, 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 zack. Junge. Na also. Okay.
Das war's. Ich gehe jetzt zu Iskarot. Und das machen wir aber. Wir sprechen mit ihm in der nächsten Folge, liebe Freunde. Oh, seht sie an, die Leichen, die wir hinterlassen. Verrott in der Hölle, Feldräuber. Okay, haben wir gemacht. Iskarot hat ein Problem, nämlich die Klöten dieses Paladins hängen ihm zu sehr im Gesicht. Nein, Spaß. Gut, dass die Folge hier endet. Die Witze werden nicht besser. Macht's gut, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es so war, dann lasst gerne ein Like da. Freue ich mich immer sehr. Abonniert kostenlos diesen Channel. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Verpasst keine Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Dienstagnachmittag. Macht's gut, Freunde. Bis morgen zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.